ho, ho! Willkommen zum 24. Türchen vom Bier-Adventskalender. Und heute erwarten wir ein weihnachtliches, kräftiges Bier. Dazu öffnen wir Türchen Nummer 24. Wir stecken den Finger rein. Und was haben wir da? Eine Zipfelmütze. Das ziehen wir heraus. Erstmal den Botsch herunter und sehen, das sieht doch herrlich aus. Sieht aus wie ich, ne? Darunter verbirgt sich eine heller Weißbierbock. Bad Santa. Santa Goes Gypsy Brewing. Guckt euch das mal an. Ist das nicht ein herrliches Weihnachtsbier? Wir nehmen mal die Mütze ab. Schauen uns den Deckel an. Der ist leider nichts Besonderes. Einfach nur ein goldener Deckel. Darauf aber zu sehen ein paar Rentiere, ganz verscheucht im Wald, wie ihr hier sehen könnt. Edition 2019, Heller Weißbierbock. Das ganz interessant, wieder ein sehr papierlastiges Etikett, was eben hier wieder zusammenknüllt an den Ecken. Wir setzen die Mütze mal wieder auf, gucken uns auch nochmal die Rückseite an. 7,2% ziert das Ganze. Santa Goes Gypsy Brewing. 0,33 Bad Santa. Hier vorne auch nochmal zu sehen. Guckt euch das an. Dieser böse Weihnachtsmann. Das sieht auf jeden Fall sehr herrlich aus. Dafür würde ich Ganze. Was würdet ihr geben auf Etikett? Schreibt's mal in die Kommentare. Wir geben eine Christmas Special, weil Weihnachten ist, geben wir mal 5 Punkte auf das Etikett. Das ist was Besonderes, da haben sie sich Mühe gegeben. Auch mit der Mütze auf dem Bierchen, das sieht herrlich aus. Jetzt müssen wir die Mütze aber nochmal absetzen, denn wir wollen den Schaum und die Farbe bewerten. Dazu klopfen wir wieder aufs Fläschchen. Und gucken mal, der Adi holt sich sicherlich den Deckel. Zack, weg ist er. Da kommt nichts. Wunderbar, 7,2%. Wir füllen ein in unser Bier-Tasting-Glas. Das gute Bad Santa Bier. Seht ihr das? Oh. Das hat auf jeden Fall wieder eine sehr außergewöhnliche Farbe. So, ein bisschen Schaum dazu. Wir gehen hoch, wir füllen ein. Das Bier wird herrlich sein. Das sieht so lecker aus. Ich habe jetzt schon Angst um meinen Bart, dass ich den total voll sauen werde. Wir stellen das mal ab. Wir gucken uns das Glas an. Ist ein bisschen trüb. Nicht so durchsichtig wie andere Biers. Hat aber trotzdem eine besondere Note. Hier macht sich irgendwie was breit in dem Glas, kann ich jetzt schon sagen. Der Schaum schwindet auch allmählich dahin. Perlen tut es recht wenig. Da perlt fast gar nichts mehr, sagen wir mal dazu. Dafür macht sich hier ein Schwefel im Glas breit. Sieht schon wieder aus, als wäre da eine Substanz drin, die da nicht reingehört. Für die Farbe geben wir mal, weil es Weihnachten ist, geben wir mal 3 Punkte. Nein, keine 5, wir geben 3 Punkte auf Weihnachten. So, 3 Punkte und der Geruch natürlich. Jetzt muss ich aufpassen. Geruch riecht etwas süßlich, hat eine angenehme Duftnote auf jeden Fall. Ich glaube, bei Geruch können wir ruhig auch mal 4 Punkte geben. So, 4 Punkte. Und das Wichtigste natürlich, der Geschmack. Der soll uns nicht enttäuschen, heute an Weihnachten. Wir sind gespannt. Wir müssen noch mal kurz schauen. Den besten Platz wird es hier leider nicht mehr machen. Wir probieren jetzt das Bad Santa Bier. Da bin ich überrascht, da bin ich gespannt, meine ich natürlich. Hoffentlich saue ich mich nicht zu sehr voll.
Oha! Welch ein herrliches Bier! Da kann ich nicht meckern. Jetzt hätte ich gerne natürlich bei der Farbe noch mehr Punkte gegeben und bei Geruch. Denn das schmeckt wirklich sehr gut. Es hat beim Trinken einen vollen Geschmack. Es hat eine leichte, helle Weißbier-Weizennote. Und es schmeckt nicht bitter, es schmeckt nicht herb im Abgang. Man kann es gut trinken. Ich hätte das jetzt gleich wie im Ganzen wegtrinken können. Was ganz Besonderes, sowas hatte ich ja noch nie. Oh. Warum heißt das Bad Center? Das müsste doch Good Center heißen. So gut wie es schmeckt auf jeden Fall. Bei Geschmack kann ich volle 5 Punkte geben, das sage ich jetzt schon mal. 5, bitteschön. Sind insgesamt also 17 Punkte auf das Bad Center Bier. Und mit 17 Punkten ist es auf Platz 3. 3 ist immer noch ein guter Platz. Bronze für das Bad Center Bier. Hat hier trotzdem den Thron mit bestiegen. Das Treppchen, wir tragen das gleich mal hier ein. Bad Center in die Liste als 24. Bierchen. So, die Liste ist auf jeden Fall komplett. Alle 24 Bier wurden getestet. Wir haben unsere persönlichen Lieblinge gefunden. Oh. Mann, ist das herrlich. Ich glaube, ich muss los und mir nochmal so einen Kalender holen, um das 24. Türchen erneut zu öffnen. Hattet ihr auch einen Bier-Adventskalender? Schreibt's mal in die Kommentare. Und wenn nicht, gönnt ihr euch vielleicht auch mal einen im nächsten Jahr. Ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen. Mir hat das Spaß gemacht. Ich werde mir vielleicht nächstes Jahr wieder einen holen. Wieder 24 köstliche Sorten testen. Da habe ich jetzt meinen Narren dran gefressen. Wie man so sagt, vielleicht sagt man das auch nicht. Meine Nase wird langsam rot. Das heißt, ich werde das Glas jetzt noch austrinken. Wünsche euch noch ein schön besinnliches Fest. Frohe Weihnachtstage. Viel Spaß mit der Familie. Ich hoffe, es schneit bald auch ein bisschen, dass noch mehr Weihnachtsstimmung aufkommt. Das war's aber von meiner Seite. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.